Es ist schön, wie man sieht, ist auch die Begeisterung wieder zurückgekommen. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Münchnerinnen und Münchner und alle Gäste sich wieder freuen auf die Wiesn. Die Inzidenzen waren im Sommer dieses Jahr schon weit über 2000 in München. Das ist nicht mehr das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob meine Krankenhäuser, unsere Krankenhäuser aufnahmebereit sind, dass jede München, jeder Münchner, aber auch jeder Gast sicher sein kann, wenn er verunfallt, dass er dann halt in die Notaufnahme kommt und dort auch behandelt werden kann. Das stellen wir sicher und nach der Wiesn werden wir schauen, wie sich Corona entwickelt. Unser Oktoberfestbier hat eine leuchtend goldene Farbe. Im Geruch bekommt man Aromen von Honig, Biskuit, aber auch von Zitrus und leichte florale Noten mit vom Hopfen. Also auf jeden Fall ist dieses Jahr absolut angesagt Farbe. Ich habe wirklich das Gefühl, dass alle so richtig lechzen nach Farbe, nach auch ein bisschen Opulenz, nach Feiern natürlich, es sich gut gehen lassen und wirklich wieder sich wahnsinnig zu freuen auf die Wiesn, auf das Oktoberfest. Und ja, das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Es darf auch gerade im Dirndlbereich für das Oktoberfest, wie ich jetzt wieder sehr feststelle, wirklich auch etwas üppiger, etwas glamouröser, etwas opulenter sein. Also auf der einen Seite lasse ich mich wirklich sehr, sehr gerne aus der Historie inspirieren. Nicht nur der trachtigen Historie, sondern auch gern so bis in die viktorianische Zeit. Also viele, viele Details aus verschiedenen Epochen. Aber genauso wichtig ist natürlich wirklich die aktuelle Mode. Was wird auf den großen Schauen gezeigt? Was sehe ich auch im Straßenbild? Also